Oh, ich habe die 9-11 ein bisschen. Oh, genau 400 Punkte. Genau 400 Punkte. Mach das nach. Genau 400 Punkte. Das Geilste ist, ich lag jetzt genau das ganze Ende vom Match, lag ich einfach nur noch ganz still heimlich in meiner Ecke. Bin trotzdem der Beste aus unserem Squad. Weißt du, Oh, da es gebe war ich der euch schon. Arsch. Da gebe ich euch. Trupp Arsch. Ach, ich halte die Klappe. Trupp Arsch? Sending breit drücken. Ich wollte gerade sagen, irgendein Spasti hat noch nicht bereit gedrückt. Nur weil ihr alle so schnell machen wollt. Los! Ja, heute ist alles schnell, schnell, schnell. Husch, husch, husch. Schnauze! Schnell, aber falsch. Also schnell doch nicht richtig. Was? Das heißt, wie bitte? Hä? Kriegsmarsch. Krieg! Krieg! Ich würde mal sagen, wir Ja. legen als erstes mal die C-Front ein. Wahrscheinlich gegen den Clan. Gegen den Clan würde ich jetzt nicht vermuten, hoffe ich nicht. Oh, warte mal, das Doch. ist ein Kriegsmatch gegen die Amis. Ich Ja, mit prognostiziere 24 APCs. an der Und Stelle, APCs haben wir gut gespielt. prognostiziere ich einfach schon mal. Aber warte mal, wir haben Ja, aber die haben neun Stück. 24. Da. Ja, neun Und Stück. wenn die 24 haben, dann Ey, ist aber das, wir haben glaube ich, klar. Aufklärer, ne? Wir haben Ja, Aufklärer. und du hast den Truppplatz nicht mehr geändert. Kann ich da jetzt noch machen? Nein, jetzt nicht mehr. Das spielt er jetzt schon. Auf jeden Fall bei mir schon. Ja, hast recht. Stimmt, ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Gesselmann hat immer recht. Also ich prognostiziere, wie das ablaufen wird. M1, 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 M1 und alle noch mit einem M2 dran und Granaten. Achso, Kopfschüsse sind vorprogrammiert an der Stelle. Wir müssen nur ein Teammitglied sterben. Ich bin gerade. Drei. Aber Oh, wenn wir haben bei wir. uns einen Clan. Und SAS, 22. Regiment. Hypnos, also. Moment, was? Das sind die Amerikaner. No, Estienne, das ist doch echt ein Witz. Alex, wie viel müssen bei dir noch sterben? Flop. Ich fahr bei Gissel. Ihr solltet vielleicht nicht direkt frontal reinfahren, das ist nämlich eine schlechte Idee. Wenn er meint, wir spielen gegen den Clan, dann sind die etwas koordinierter. Ich werde auch schon direkt beschossen. Ja, warum wirst du denn beschossen? Weiß ich nicht, weil einer da schießt und das lustig findet. Es war ein Fehler gerade bei Gesetze vor. Er wollte gerade mal schnell abbrechen, als er tot war. Jungs, hier steht ein APC hinten. Hauptsache, ich krieg mobile Einsatz. Ey, Klappe, ihr beiden haltet plus Klappe. Klappe 7 halten. Brücke rechte Seite. Also wenn du von O1 wieder guckst, linke auf Seite. Drei Mitglieder, Mann. Oh, oh, oh. Nicht nur auf eins. Wer macht das gehört? Nicht wirklich. An der Eisenbahnbrücke. Deswegen sollten die beiden Kinder die Klappe halten, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. Ich wurde ja gezwungen, hier weiterzuspielen. Von wem? Mit dem möchte ich Von sprechen. mir. Von mir? Wir wollten ja Essen machen und dann hieß es, nee, 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 du haust nicht ab, sonst bist du wieder 5 Jahre weg. Ja, wir haben Sehnsucht nach dir. Und du hör auf zu lachen, ich hab dir das nicht erlaubt. Hör auf zu lächeln! Lachen verboten. Ey, das ist echt nicht mehr feierlich hier. Wenn ich da jetzt spawne, werde ich wahrscheinlich auch abgeschlachtet, oder? Ich komme in diesem Match nicht dazu, aus einem Auto auszusteigen. Doch, ich bin rausgekommen. Ich wollte euch eigentlich auch noch warnen, aber dann habe ich mir gedacht, es ist lustiger, wenn ich euch in das MG-Feuer reinfahren lasse. Du weißt, dass wir ein Teamleben draufgehen? Ja, blöd für einen Krieg, aber trotzdem. Das Alex, Problem. Hast du denn schon? Die haben ein Spielfahrzeug von uns! Ach, du meinst den fetten Punkt, auf den ich gerade schon einmal random draufgeschossen habe? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Oder du meinst das Ding, was eben gerade unsere Halbketten abgeschossen hat? Nee, ist mir nicht aufgefallen. Na dann. Gut, ich guck mal, ob deren Halbketten immer noch da steht. Wenn ja, dann ja, wenn nee, dann. Ach, gut. Sie haben es rausgeschossen. Da fährt wieder eins rein in die Garage. Was? Wo? Ein. Welche? Die große Garage. Nein, Givi, nein. Leute. Versuch's, okay, abzufahren. Da kommen zwei Leute. Just do it, Gisselmann. Just do it heißt in seinem Fall, er geht innerhalb von den nächsten 5 Sekunden sterben. Wie immer. Nein, Gisselmann weiß, wie er vorgeht. Black Mamba. Er meuchelt jeden von hinten mit einem Kampfmesser.
Der Hypnose, der Typ da mit dem MG, der ist gerade in der Nähe vom, er war in der Nähe vom O1-Punkt. Guck mal, Gissel, der Sinning macht mit dem G43 Punkte. Warum macht er eigentlich mit dem G43 Punkte? Weil ich Infanterieangriff brauche. Für? Ach, für deine Panzerschreck! Die hocken da mit 2 MGs drin. 3 MGs, glaube ich, sogar mittlerweile. Ja, wenn der Wehrmacht gleich von hinten kommt, hört sich falsch an, aber ist so, dann kann er die richtig schön in den, ne? Lass uns miteinander, lass uns miteinander. Sending töten. Das wäre so schön. Lass uns das gemeinsam tun. Ja, gut, ihr Freunde. Warum hat das gerade so wunderschön gepasst? Weil ich gesungen hab. Nein! Die campen sich da ein. Ja, also gut, wenn, dann hauen wir mal eine V1 drauf, dann ist das Ding auch. Warum haben wir keine V2 mehr, oder wie? Noch nicht produziert. Wir sind noch Anfang des Krieges, Alex. Also, ich würde eher sagen, wir sind schon am Ende, aber... Nein, 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 nein. Du bist vielleicht am Ende. Es hat gerade erst angefangen. Das hat gerade erst angefangen. Guck mal, Sinning, ich habe gewartet und bin direkt im Punkt drin. Und du musstest laufen. Tötet den Arsch! Komm her! Anstatt, dass du die Munition an mir verschwendest, würde ich mal lieber raten, den Black Mamba zum Beispiel zu töten, der da hinten an den, am Ende vom Ganges hockt. Hey, Black Mamba 24! Am Ende des Ganges? Nein, den Black Mamba kennen wir nicht. Das ist nur ein kleiner Ficker, den wir schon öfters mal hatten. Du hattest was mit ihm, aha. Da ist auch gerade ein, oh. Das der ist Tien, ne? Der ist Tien, der gerade bei den Amerikanern auf Platz 1 hockt. Der spielt mit einem M1, M2 Carabine. Das ist erstmal ein Grund, das hier zu machen. Was machen wir denn? Hacking? Eigenbeschuss? Rassismus? Ich würde ja sagen, M1, M2 fällt unter Rassismus, oder? Belästigung. Ich fühle mich belästigt dadurch. Ganz einfach. So, gemeldet. So, und dann hat er als Nemesis, Achtung, wer macht das, ist wichtig für dich, Achtung, 1942. Erstmal hat er ein Jahr mehr als du und er hat einen deutscheren Namen. Warum? Die hocken mit 5 Leuten in so einem Vorraum. Ja, einer sitzt da ganz alleine auf der Kante. Weißt du was? Jetzt fehlen mir die Granaten. Jetzt würde ich einfach mal 3 Stück da reinpfeffern. Ich kämpfe mich jetzt einfach oben in das Haus ein und versuche alle Leute wegzuschießen, die von da unten kommen. So. Hugo? Alex hat ein Maschinengewehr 42. Sind die Hörten das Halbketten, in dem du gerade gespawnt bist? Weiß nicht. Gut, dann schenken wir ihm keine Punkte. Hier steht so eine bekackte Litfaßsäule, genau in meinem Sichtfeld. Nein. Da kommt ich einer rein. Ich will nicht durch den Hypnos draufgehen! Du bist drauf. Oder Hypnos. Er hat mich umgebracht, Alex. Nein, fuck it. Ich seh den Himmel, Alex. Hä? Himmel? Wer hat dir denn den Scheiß eingebläut? Himmel und Black Hölle. Mamba. Oh, der hockt da bei den Eisenbahnschienen ganz links, wo die Mauer aufgebrochen wurde. Black Mamba. Oh, er ist schon weg. Tor. Markier mal E. Als ob wir E irgendwie erreichen würden. Dieser Mann ist bei E. Sind schon zu zweit hier. Soll vielleicht auch die MP40 wechseln, aber... Das ist gerade echt eine Last, diesen Kackpunkt hier einzunehmen oder Querstrich zu halten. Ja, komm. Er hat schon mal 2 Granaten vorsorglich geschmissen. Bitteschön, Angriff. Da, toll, das kam jetzt irgendwie... Ja, ich krieg da noch Punkte. Und... Gisselmann, der größte Hit in deiner Welt. Da kommt gerade ordentlich Mannschaft rein. Will er mich verarschen? Black Mamba hat den längsten. Den längsten was? Das Ding, ne? Da vorne ist einer. MG-Lauf oder was? Ja, also. Jeder, der mit MG. Boah, kann der. Ihr sagt jetzt nichts Verkehrtes gegen MGs.
Also jeder, der mit MG spielt, ist ja eigentlich auch so ein verkackter Cheater, ne, Gisse? Ja, genau. Deswegen kommen ja auch Leute entgegen. Weißt, das ist das Beste. Wenn dir einer mit dem M1, M2 Carabine mit mehr Schuss die Minute entgegenkommt, genau entgegenläuft und vor dir steht, dann schießt dein MG nicht mehr, sondern dein Typ nimmt die Knarre nach oben. Er zieht die Knarre nach oben, weil es ist ja in Klammern eine Mauer, die da vor dir steht. Eine amerikanische Mauer. So ist deren Halbketten weg, ja, anscheinend. O1 ist gesichert, O1 ist gesichert, die haben keine Halbketten mehr hier. Aber ich würde schon fast darauf wetten, dass das andere immer noch da steht. Von vorhin noch. Alex spammt fleißig rüber. Black Mamba, wer hätte es gedacht? Links, Maschinengewehr 42. Ich bin am Nah. Nein. Du warst am Nachladen. 13 Gratispunkte, aber ich höre schon wieder das nächste Halbketten. Ne, ein Truck. Oh. Das ist ein Truck von denen. Ein Truck oder ein Truck. Oder ein Truck. Der ist vermutlich auf der rechten Seite Richtung E3. Oh, fuck it. Nein. Ich bin so tot. Oh Gott. Wer hilft dir jetzt auch nicht mehr? Jetzt hätte ich gerne den Neo. Oh. Rabum! Eine. Alles mit einem Knopfdruck auslöschen. Eine Autobombe oder eine Atombombe? Beides wäre mir nie. Also in GTA 4 habe ich ja immer Autobomben-Style gemacht. Kannst du doch hier auch. So eins. Du brauchst nur eine Mine und ein Auto. Am besten wären drei Minen. Ja, dann bist du selber dran schuld. Dann brauchst du auch nicht jammern, dass du keine Autobombe hast. Aber ich hätte gerade gerne eine Autobombe. Das ist eine Antipersonenmine, oder? Ich sehe die noch nicht mal. Wieso wirft er Granaten auf mich? Kann er mich nicht abschießen? Die Mine, jeder andere auch. Die Mine ist echt gut platziert. Die sehe ich überhaupt gar nicht. Lauf rein und hast du sie erkannt? Weil ein Signal drüber ist, ein kleines so, ist noch Symbol. Ja, klar. Und ist einer. Die meisten Leute, ich wurde ja auch schon oft gefragt, ja Leute, das ist eine Mine, die uns gehört. Das heißt nicht, ihr müsst die hochjagen, das bedeutet, das ist eine Mine von uns. Ich sehe oft genug... Haben Sie dich gefragt, darf ich die Mine hochjagen? Nein, einer hat gefragt, warum oder woran man erkennt, dass das feindliche oder freundliche Minen sind. Naja, und dieses Symbol darüber bedeutet, das ist eine freundliche Mine. Und ich habe auch schon oft genug... Wenn du immer freundlich guten Tag sagst, tut sie dir auch nichts. Nein, ich habe auch schon mal Leute erlebt oder... Naja, nicht Leute, aber Noobies halt Anfänger gesehen, die halt auf den Karten rumliefen und die ganzen roten Punkte oder die ganzen roten Markierungen hochgejagt haben. Da liegt eine Mine an einem sinnvollen Punkt und die wird hochgejagt. Ach, du meinst auch solche Leute, die eine Fahrzeugmine ins Haus legen? Genau, das sind die gleichen. Oder die mit Granaten auf Panzer werfen, ne? Sowas in der Richtung. Kommt oft genug vor. Schlimm wird's dann, können sie gerne machen, aber schlimm wird's dann, wenn du selber dadurch stirbst. Oh Gott. Okay. Linke Seite kommt wieder ein M1, M2 Typ. Tornado, hat den. Er hat ihn jetzt schon wieder geklickt. Aua! Will ich sterben? Bitte. Nee, ich glaube, ich muss jetzt mal vorne kommen. Black Mamba, der ist ein... Ja, von der Seite. Klar. Wen hat er von der Seite genommen? Ich. Haha. Sagst du noch einmal haha, dann hahaht es zurück. Haha. Ich warte. Wir wollten noch mal irgendwann nochmal Döner machen, ne? Ja. Passt der Dönerspieß in deinen Arsch rein? Ist nur eine Frage. Das ist nur eine allgemeine Frage. Ich möchte jetzt auf nichts andeuten, aber es ist nur eine Frage. Passt nicht rein? Nein, der spitz oben. Ich glaube schon, dass da reinpasst. Ach so, ohne Döner drauf. Natürlich ohne. Ich dachte jetzt mit Döner drauf. Wolltest du den Dönerspieß mit Dönerfleisch in den... Gott, du hast angedeutet, dass du das irgendwie also in den Arsch von irgendwem stecken willst. Von Nein, daher. Ich will Was? Dir das Ding in den Arsch stecken und dich dann auf den Was? Dönergrill draufpacken. Brauchst mal ein bisschen länger, aber... Wovon Wir reden davon, dass ich Gisse... Wir reden davon, dass du gerade stirbst und wir könnten deine Leiche auf den Dönerspieß stecken. Okay, da genau das wollten wir besprechen. Ich hol mir mal gerade was zu essen. Aber hat er denn, warte mal, hat er denn überhaupt die richtigen Nährwerte? Ich meine, das wird doch bestimmt giftig sein, das Fleisch. Das ist auch so eine Sache mit den ganzen Knochen. Ja, vor allen Dingen so viel Cholesterin. So viel wie der frisst. Vielleicht sollte man nur bestimmte Körperteile da
Ja, was denn? Was willst du denn da drauf machen? Vielleicht filmen wir ihn vorher ab und nehmen dann die Leber. Dann. Ja, meine Leber ist na gut. Schauen wir deine an. Ja, die ist ja schon zur Hälfte aufgefressen. Nein, das ist doch sinnvoll, wenn die vollgesogen mit Alkohol ist, dann. Sind die Bakterien tot. Das und zum anderen gibt das einen schönen aromatischen Geschmack. Wir müssen uns überlegen, mit was wir ihn vollpumpen vorher. Sauren Apfel. Jägermeister finde ich, glaube ich, gut. Jägermeister, boah, du Widerling. Hallo, so ein schöner Kräuterschnaps. Der ist hier, ne? Das ist auch so ein. Würstchen, genau, danke. Gerne, immer wieder gerne. Ich hole mir jetzt was zu essen. Ich darf dieses W-Wort nicht nennen. Nicht Wehrmacht. Wehrmacht ist cool. Das ist ein gutes W-Wort. Wer, wie, was? Ich bring dich gleich so um. Du hättest jetzt gerade antworten müssen. Gissel, der ist dumm. Ich bring euch alle um. Gissel, der ist dumm. Naja. Aber du hast dies. Tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man gisseln, um die zu verstehen. Gissel steht im Duden unter. Richtig schön hardcore verkacken bei Matches, die eigentlich zu gewinnen waren. Ich möchte sagen, weil ich es jetzt kann und ich höre schon wieder ein M1, M2. Das ist der Estian, der ist aber gerade tot. Ja, na und? Nee, es ist noch da der Hugo 1-2. Hat gerade noch ein M1, M2. Und ich schaue jetzt einfach mal nach. Duden Gissel. Mal gucken, was Google rausspuckt. Alkohol. In Verbindung mit hochprozentigem Alkohol. Was spuckt mir Google raus? Nervenkitzel bei Wikipedia. Was? Geisel bei Legionary. Geisel? Wir machen uns keine Gedanken, nein. Wer macht Sinn denn? Da kommt irgendein Typ auf euch zu von den Gleisen. Ich hab den angeschossen, aber. Nee, also ich wollte ihn anschießen. Oder hab ich ihn angeschossen? Nee, ich hab ihn nicht angeschossen. Paragraph 76, 94, Seite 172. Jetzt bin ich gespannt. Welche Gesetze? Die Entscheidung GmbH auch Gissel Arbeitnehmerschutz. Was ist denn das, Mama? Arbeitnehmerschutz bei Gissel? Was? Das muss ich jetzt mal aufmachen. Black Mamba, Kopfschuss. Ja, freu dich. Random means non-vets. Ja, genau. Gissel, Sinning. Irgendwer, nein. Ihr seid gerade in Ohr 1 und Ohr 1 wird eingenommen. Das macht mir gerade zu denken. Oh, Mama, dann sterbe ich und dann schicke ich dir gleich mal ein wunderschönes. Nee, du stirbst nicht, du verteidigst. Wie denn ich sterbe? Als ob. Hab ein. Ja, aber du hast einen getötet, immerhin. Lebt eigentlich noch der Wärmer? Ja, der lebt noch. GmbH, auch Gissel Arbeitnehmerschutz für die GmbH-Geschäftsführer. Das könnte so typisch von uns eigentlich sein. Warum fällt er mit der Ohr 1 schon wieder? Ich werde gerade vom Black Mamba schon zweimal weggehauen. Dieser kleine Wichser da hinten. Kleiner Wichser! Ja, der hat einen Two-Shot M1 Carabine, glaube ich. Komm mal da, Alex! Jetzt will ich sogar mal. Ich bin schon M1, M2 geschädigt. Ich nenne das M1, genau. M1 Grand. Du musst dir das schon trotzdem anschauen. Das ja. Ist einfach zu geil. Wo steht das? Da. Duden Gissel. Arbeitnehmerschutz. Oh, ich kann ja nicht reinzoomen. Das ist ein bisschen blöd. Bei Steam geht das nicht. Arbeitnehmerschutz für den GmbH-Geschäftsführer, Seite. Für den Geschäftsführer, aber nur. Aha. Keine Ahnung, stand irgendwas mit Kinder. Ja, Geschäftsführer, aber hat Gissel nicht eine Reichsführung, keine Geschäftsführung? Wenn überhaupt? Nein, er muss ja als Geschäftsführung durchgehen, damit Deutschland führen kann. Damit das von den Steuern absetzen kann, ne? Oh nein, da will ich nicht rein. Ich will nicht sterben! Da ist einer mit dem M1, M2 Carabine da drin. Ich habe den Infanterie einmal kurz gesehen. Ja, der ist ja. Okay. Hab dann. Glaube ich, ja, hab dann. Draußen MG. Ja, deswegen gehe ich nicht draußen gucken. Ja, ich musste gerade nur über die Straße rennen. Kämmt euch einfach irgendwo bei O ein und hofft, dass ihr nicht weggeschossen werdet.
Das ist die einzige Chance, gerade gegen die Amis zu überleben. Black Mamba! An der Mauer, am Haupteingang, Haupteinfahrt. Linke Mauer. Du siehst den nur, möchtest anvisieren, bist dann aber auch schon tot, weil er steht halt mit seinem M1 Grand, steht er schon da, püff, püff, und beim zweiten bist du tot. Der hat einen Two-Shot. Ah, sehr gut, Fabi. Ich hab auch einen M1, zwei. Sein M1. Wahrscheinlich. Guck mal, da hat er sich die Achtung geholt. Achtung, Achtung, da ist einer mit einem M1 Grand. Ich glaube, sie haben wieder einen Halbketten da drüben. Vermute ich auch. Auf jeden Fall gerade wieder wie aus den Löchern. Ich mach gerade mal Licht an. Nicht erschrecken. Surprise! Nein! Sterbt nicht da drinne. Ich sehe so einen kleinen grünen Punkt, der sich Richtung E3 bewegt. Warum bewegt er sich nach E3? Punktegeilheit oder möchte er uns entlasten? Oder beides? Okay. Möchtest du uns hier bei O1 entlasten oder bist du einfach nur punktegeil? Punktegeil! Nein! Ach, genau in dem Moment, wo ich gespawnt bin. Weißt du, genau in dem Moment, wo ich gespawnt bin. Leck mich. Ich will es eigentlich nur neutralisieren, bevor die Amis kommen. Fuck, hat einer geschrieben. Fuck, Achtung, UTK, when we should, keine Ahnung, und dann hat einer drunter geschrieben, Achtung? Fragezeichen? Yes. Oh, Kopfschuss. Oh, der Black Mamba schon wieder. Bestien ist in E3. Ah, Black Mamba hat was gefressen. Schön. Oh, Black Mamba. Was heißt eigentlich Mamba übersetzt? Oder wofür steht Mamba? Ist eine Schlange? Mamba? Ja, Black Mamba. Okay, gut, danke. Eine Schlange. Ich habe damals im Englischen Unterricht nicht aufgepasst. Das konnte doch nicht im Englischen Unterricht. Das ist eine Schlangenart. Ja, ich habe damals im Chemieunterricht nicht aufgepasst. Das ist Bio. Ah, ich habe damals im Gesellschaftskundeunterricht nicht aufgepasst. Oh, hier ist schon wieder was lang gefahren. Oh. It seems like a Halbketten. But hier ist der Typ mit der MG. Genau der. And Jungs, genau da, wo die Garage aufhört, genau da, wo du gleich bist, Fabi, da steht ein Dingens. Ein Halbketten von denen. Aber pass auf, an der Ecke hockt auch genau, also direkt daneben, hockt dann einer mit einem MG. Der Black Mamba habe ich erwischt. Ja, das war nicht der Black Mamba, das war dieser Lucky. Genau, Black Mamba habe ich umgebracht. Ja, schön. Vor allem, es lebt immer noch. Das geilste ist, Gissel ist schon seit einer halben Ewigkeit AFK. Wo ist der eigentlich? Der hat sich doch wollte sich was essen holen und wir werden bekämpft. Passt auf, bei dem Spawn, beim Notspawn, hinter uns. Irgendwo im Wald. Auch einer mit einem Two-Shot. Der Firox, keine Ahnung. Das finde ich ja auch ein bisschen armselig, sich da in den Spawn reinzucampen und dann zu warten, dass wir da spawnen. Da und hinten da und auf dem Berg, glaube ich. Ja, richtig. Wenn der Firox stirbt, dann weißt du, dass wir sicher sind. Nee, der lebt immer noch. Ich habe auf jeden Fall gerade von hinten Schaden bekommen. Einer heißt einfach mal taktische Tomate. Tactical Potatoes. Tomatoes. Hm? Ich sehe ihn. Tomatoes? Du hast gerade taktische Kartoffel gesagt. Nein, Tomate hat er. Ja, warte mal, Potatoes Deutsch, oder... Moment, warte. Ich guck jetzt mal nach. Ja, Tomaten, ich weiß. Ja, Kartoffel. Taktische Tomate. Was habe ich gesagt? Taktische Kartoffel. Du hast Potato gesagt. Warte mal, es ist doch auch Potato. Jetzt sind wir alle durcheinander. Nein, der Typ nicht. Heißt Tactical Potato. Taktische Kartoffel, stimmt doch. Beim ersten Mal hast du gesagt Tactical Tomato. Ich übernehme keine Garantie für jeglichen Wortmist, den ich von mir gegeben habe. Und ich gebe viel Wortmist von mir. Was du meinst, der taktische Kartoffel? Ja, der hockt da immer auch nach oben. Dachte, Alex kommt mal hinterher, weil ich gesagt habe, der hockt da oben. Nee, ich bin gerade am Verteidigen. Der Estienne ist gerade nämlich gekommen. Und noch irgendein anderer. Moment, wie ist der? Oh, hat er auch einen M1 Carabine. Oh, da kommt ein Buggy an.
Da, ich hab die taktische... Was der eine für eine KD hat, der da oben auf den Hügel hockt und auf den Spawn wandert? Eine wahrscheinlich ziemlich schlechte. 24-4. Das ist eine ziemlich gute. Warte mal, erstmal nachladen. Dann unlocken. Gissel 08. Ja, Gissel KD. Vor allen Dingen erlebt er noch, ne? Das ist das Lustigste. Er steht in dem Punkt drin, ne? Der andauernd um... Wie ich die Amerikaner einfach gerade hasse. So, Alex MG genommen und die Karre. Das ist eine richtig schöne Hassliebe. Der Typ lebt doch noch. Nee, ist schon tot. Ach, leck mich. Leck mich. It's the last push. Push the button. Ach, egal. Kennt das Lied noch wer? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon mit meiner Generation ausgestorben. Vor allem, ich rede von mit meiner Generation, dabei bin ich der Jüngste. Also, abgesehen von Wehrmacht. Fabi, hinter dir kommt ein Motorrad angeflogen. Der fährt gerade nach X. Aber es ist, da war eins. Ich wollte es dir nur sagen, es tut mir ja leid. Noch MG-Brüder! Ja, MG-Brüder, fick dich. Hau ab. Wenn ich mit dir in der Nähe bin, dann werde ich sterben. Dann erst recht. Was noch 10 Minuten. Mit Recht! Hört ihn! Oh, meine schwarze Mamba. Lass mal kuscheln. Ist ihr ein Sack, nein. Oh, geil, der Alex einfach weggerotzt. Ich dreh mich um, sehe den Mongo und er gibt mir sofort einen Heller. Fabio, heute schon was vor? Ich glaube, heute wird Zeit für Dick-Fett-Alkohol. Da wird er nicht Alkoholiker zum Alkoholiker. Was denn? Du bist nüchtern. Toll. Nein. Was denn? Komm und meine Williams-Birne vom Schreibtisch weg. Aha. Wer hat ihm seine Williams-Birne weggenommen? Weißt du, wenn man von Alkohol spricht, da kommt er gleich wieder an. Wer war das? Den holen wir uns, ne? Der kriegt was zu hören. Wir haben gerade festgestellt, dass es Zeit für den Alkohol ist. Ach so. Dass der Nicht-Alkoholiker zum Alkohol... Die haben da einen Halbketten hinter unseren Linien stehen. Ich glaub's ja nicht. Nein! Doch! Hauptsache, ich bin stolz auf euch, Leute. Nein, ich bin nicht gestorben. Obwohl ich die ganze Zeit hier rumwart. Oh, noch 40 Sekunden. Gissel, Mann. Es ist Zeit, noch einmal zu sterben. Apropos, Gissel, du bist eingesetzt. Was bin ich? Eingesetzt wo? Fick dich, Lästchen! Fick dich! Ich bin ein scheiß russisch-amerikanisches Knie. Junge, ey. Weißt du, du schießt so ein bisschen an, denkst dir, okay, wenn er einmal zurückschießt und weißt, wo du bist, dann haust du halt ab. Nee, er dreht sich einmal kurz in deine Richtung, puff, mit dem G41, 43, puff, weg, dort, Ende, aus, Ende. Amen. Amen. Komm, letzter Kill. Nein, du bist ich wahrscheinlich lebe. Der letzte Tod. Ich Mist. Hab auch überlebt. Und ich mach mir hinterher mal was zu essen. Ein Dein Stern, Ernst? Ein Stern oder vier Sterne? Dann mach erst noch bereit. Drei Sterne vielleicht? Zwei Sterne? Drei Sterne. Die Amerikaner regen mich in solchen Matches immer auf. Die haben nämlich ziemlich starke Waffen dann immer.